Ei. Okay, es wird wieder weird. Bin gespannt, wo es uns diesmal hinspült. Da ist ein Loch und ein Wasserfall. Wow, sieh dir diesen Platz an. Da gibt es so viele coole Pflanzen. Ich wette, Basil wird es hier gefallen. Basil. Ihm würde es wirklich gefallen, nicht wahr, Jungs? Ja. Ich bin mir sicher, das würde es ihm. Ha? Was los? Hey, ich habe eine ernste Frage. Weiß jemand von euch noch, wie Basil aussieht? Wieso fragst du sowas, Hero? Nun, Basil hat geliebt, sich um Blumen zu kümmern und Foto von seinen Freunden zu machen. Er ist warmherzig, ruhig und nett. Und selbst wenn er sich aufregt, hat er immer ein Lächeln im Gesicht. Den Rest? Es beginnt schon langsam, sich zu verschwimmen. Es ist okay, geht mir auch so, Hero. Ich vermisse ihn zwar immer noch, aber es wird schwer, sich zu erinnern, warum eigentlich. Aber das ändert doch nichts, nicht wahr? Selbst wenn unsere Erinnerungen schwach werden und nicht mehr so stark sind, wie sie waren, müssen wir ihn immer noch retten. Basil ist unser Freund. Und noch wichtiger, er braucht unsere Hilfe. Du hast recht, Aubrey. Ich glaube einfach, wir waren schon zu lange von Basil weg. Aber ich bin mir sicher, wir finden ihn. Solange wir Umore haben, der uns auf Trab hält. Die ganze Zeit wartet Basil auf uns. Er könnte irgendwo verloren sein, einsam oder ängstlich. Ich wette, er könnte gerade eine Riesenumarmung gebrauchen. Oh, die können wir alle gebrauchen, oder nicht, Leute? Dann sind wir alle wieder zusammen. Wir geben ihm dann eine riesige Umarmung. Ah. Oh. Es ist schön, dass ihr zweimal klarkommt für eine Zeit. Ich könnte euch beide gerade umarmen. Aha. Ich und Cal? Wir kommen aus? Was meinst du, Hero? Hör auf, so komisch zu sein. Ich mag doch nur Späße. Ja, als Kinder haben sich die ja immer so ein bisschen aufgezogen. Als Teenager hassen sie sich ja wirklich. Also zumindest Aubrey Cal. Und umgekehrt, glaube ich auch. Gut. Wir sind in einem Dungeon. Das erinnert mich ein bisschen an die Portale in der einen Arena in Pokémon. Ich glaube, in Safronia City war das, oder? Die Psycho-Arena. Wo du den richtigen Weg mit den Portalen finden musstest. Moment, ist das ein Mensch? Parvenu. Okay. Träum weiter. Alles gut. Es ist selbstsüchtig, so lange zu träumen, wenn andere auf dich warten. Okay. Wollen wir dir irgendwas damit sagen? Wie bizarr ist das bitte? Gehen wir da mal lang? Ah. Wir haben Lebensmarmelade bekommen. Mega. Wenn Probleme auftauchen, kannst du immer davor weglaufen. Nur eines Tages stellst du fest, du wirst alleine laufen. Wieso haben die alle so weirde Botschaften für uns? Die Sonne scheint heller, wenn sie hier sein würde. True. Eins muss ich ihnen lassen, den Entwicklern. Die haben Kreativität bewiesen, ey. Wenn du denkst, das geht nicht mehr weirder, dann kommt auf einmal so ein Shit daher. Und ich habe keine Ahnung, wie weit wir im Progress sind. Ich habe echt keine Ahnung.
da war Basil Schatten. Basil? Die Koralle spricht zu uns. Es ist lange her, dass du so weit gekommen bist. Neue Tiefen der Welt öffnen sich, wenn der Träumer verzweifelter wird. Okay. Aber selbst die Imagination ist beschränkt. Du hast Fragen, die ich nicht beantworten kann. Antworten, die ich vergessen habe. Ich lege sie bereit für dich. Wir können jetzt Fragen stellen, Leute. Nach der großen gelben Katze. Ich habe keine Ahnung, was für eine große gelbe Katze. Also entweder haben wir die übersehen oder ich habe es vergessen. Wir können nach Basil fragen, meinem verlorenen Freund. Ich weiß nicht, ob wir nach allem fragen können. Oder dem Whitespace. Alter, ich will wissen, was der Whitespace genau ist. Wir haben ja bis jetzt nur Theorien. Aber Basil hat Vorrang. Wir gucken zuerst auf unsere Freunde. Wir möchten also mehr über unseren verlorenen Freund wissen. Ja. Der Freund, den du verloren hast, der ist nicht in dieser Welt. Der Tag, als er entfernt wurde, wurde er woanders wiedergeboren. Er ist speziell für dich. Ein Schicksalsbund hat euch beide zusammengeschweißt. Er kann diesen Platz nicht alleine verlassen. Um ihn zurückzuholen, musst du dich auch entfernen. Aber auf eine Art, die für diese Welt natürlich ist. Für den Headspace. Die Reise kommt einem Ende nahe. Du weißt bereits, was du zu tun hast, Träumer. Kann ich nach dem Whitespace fragen? Oh ja. Also, jetzt kurz mal zusammengefasst. Wir müssen diese Welt verlassen, um Basil zu finden. Um die Welt zu... Heißt das jetzt für mich einfach, ich muss aufwachen, weil Basil in der realen Welt wieder ist? Jetzt ist er nicht mehr in der Traumwelt. Nur, warum sind dann die anderen noch hier? Oder... Liegt das so tief im Unterbewusstsein drin, dass ich nicht mehr Zugriff habe und ich muss mich jetzt auch da töten und nicht nur im Whitespace? Was ist eure Theorie? I don't get it. Aber jetzt hören wir mal die Antworten zum Whitespace. Um im Whitespace zu sein, musst du nichts tun. Whitespace ist Leere. Ein Zuhause ohne Wärme. Ein Ort, um zu überleben, nicht um zu leben. Selbst stillgelegt kann dein Bewusstsein nicht gelöscht werden. Es findet immer einen Weg. Selbst im Whitespace nimmt es Formen an. Und wenn es jemand wünscht, dann wird es auch entsprechende Formen annehmen. Eine hängende schwarze Glühbirne repräsentiert eine Idee. Oh, die Glühbirne wird also noch eine Rolle spielen. Nun, vielleicht ist jetzt die Zeit zuzugeben, dass du ein Mensch bist, Träumer. Ich frage jetzt noch nach dieser gelben, großen Katze. Ich habe keine Ahnung, ob wir da was verpasst haben. Was für eine große gelbe Katze? Bevor diese Welt, kreiert wurde, existierten drei große Kreaturen. Die älteste, die weißeste und der Favorit. Der Älteste ist lebendig, aber nicht mehr gleich, der er war. Das Alter hat sein Bewusstsein zerstört und er hat sich in einen Parasiten entwickelt. Er lebt hier, unter diesen Höhlen. Die Weiseste, obwohl unlogisch, hat etwas getan, das gegen den Willen des Träumers war. Es ist etwas, das selbst mir nicht bekannt ist. Als Ergebnis wurde sie ihrer Weisheit beraubt und in Isolation verbannt. Ein spezielles Gefängnis irgendwo ganz tief, tief unten. Der Letzte und der Favorit, die große gelbe Katze, wurde auserwählt, über den wichtigsten Raum des Träumers zu wachen. Es ist selbst heute noch des Träumers Favorit. Und sie wartet darauf, dass irgendwas passiert. Sie bietet uns jetzt eine Herausforderung an, wenn wir etwas opfern.
Aber das heißt, wir haben noch 3 Bossgegner vor uns. Habe ich das jetzt richtig interpretiert? Es ist echt weird. Ich bin gespannt. So viele Fragezeichen noch in meinem Kopf. Bleib still stehen, Träumer. Was passiert jetzt? Was ist da jetzt? Ein Apfel. Das ist unser Kopf. Ein roter, saftiger Apfel hängt von diesem Baum. Möchtest du den Apfel essen? Was sollte ich sonst jetzt tun in diesem Raum, wo ein Apfel hängt, der wie unser Kopf aussieht und sonst nichts ist? Ja, natürlich essen wir unseren Kopf. Alles klar. Was repräsentiert dieser Apfel? Ertrinken wir gerade in roten Gewässern. Omori hat 50 Lebenspunkte erhalten und 50 Choose. 10 Angriff, 10 Verteidigung, 10 Speed. Oha, Omori hat voll das Upgrade bekommen. Wow. Dafür, dass wir den Apfel gegessen haben. Und dafür ist die Koralle jetzt tot. Wir haben die Koralle getötet und ihr Leben quasi in uns aufgenommen, oder wie? Und überall sind immer diese Hände jetzt an den Wänden. Jetzt check ich's erst. Was sind das für Geräusche? Da zählt ein Kind auf Deutsch im Hintergrund in diesem englischen Spiel. Okay, wie creepy ist das bitte? Boah, Kinder, noch dazu auf Deutsch. Oh. Ja, offenbar bin ich unterbewusst ein Mörder. What the heck? Das sieht heftig aus. Das sieht nach vielen, vielen Kämpfen aus, vor allem. Und keine Mari hier. Okay. Wo sind wir jetzt? Was müssen wir hier machen? Kämpfen die Teile nicht gegen uns? Nein. Okay. Wir müssen dann nur hochlaufen, oder wie? Rein da! Ich will wissen, was da drin ist. Oh Gott. Wir speichern. Wir speichern. Definitiv. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt, aber wir speichern. Ein riesiger Wal, okay. Whale, hallo Freunde. Mein Name ist Humphrey. Was bringt euch in meine bescheidene kleine Höhle? Oh, hallo Humphrey. Wir suchen noch jemanden. Entschuldige, falls wir dich stören. Oh, keine Sorge, Kinder. Ich liebe Besucher. Tatsache ist, ihr seid die zweite Gruppe, die mich heute schon besucht. Die erste war nur ein Mädchen. Ein ziemlich lautes Mädchen mit einer großen roten Schleife. Das klingt nach jemandem, den wir kennen. Hä? Ist Sweetheart hier? Wo ist sie? Oh, wo ist sie? Wo ist sie? Es liegt mir auf der Zunge. Ja, danke. Der Witz daran ist, sie ist in mir drin. Wisst ihr? Sie ist in dir drin? Nun, ja. Sie besucht meine Gäste. Ich bin auch das Zuhause von Seehexen. Wir verbringen unsere Zeit zusammen, quatschen und lachen. Es ist so lustig, über ihre täglichen Sachen zu hören. Manchmal sind sie sogar so nett und bringen mir meine Mahlzeiten. Verzeihung. Der erste Gast scheint ein paar Magenverstimmungen zu verursachen.
In dem Wal leben ein paar Seehexen, zu denen Sweetheart jetzt gegangen ist, warum auch immer. Und wir gehen jetzt in den Wal rein und gucken einfach mal, was da so los ist, weil wir es können. Ich check's. Alter, ich bekomme Kopfweh von diesem Spiel. Ich check's einfach nicht. Wie weird ist diese Scheiße, ey? Was träumt Sunny da bitte zusammen? Sag mal. Wir sind in Humphrey drin. Alles klar? Und Humphrey kann in sich drin reden. Er ist überall. Alter! Er ist überall. Und natürlich findet Kel das cool. Wow. Torben, schönen Abend. Freut mich, dass du reingeschaut hast und danke für deinen Resub. 15 Monate, mein Lieber. Mega. Danke dir. Wie geht's dir denn? Schön, dass du da bist. Wir sind gerade in dem Bauch eines Wals. Ja. Ich will da jetzt mal durch. Ich würde gern sagen, dass bei uns alles gut ist, aber das Spiel ist so weird, dass ich das echt nicht behaupten will, ehrlich gesagt. Hallo, Humphrey. Ah, das muss... Muss Aubrey jetzt so einen Humphrey-Düttel wegschlagen? Oh. Ah, entweder oder. Okay. I see. Alter, ist das schräg. Alter, ist das schräg. Und schönen Abend, Zaubi. Freut mich, dass du auch da bist. Ich hoffe, euch geht's allen prima, die gerade zusehen. Ah. Das löst immer irgendwas aus, okay. Sieht aus wie eine Zoohandlung. Wir sollen in den Käfig gehen und auf das nächste Experiment warten. Alles klar. Ihr seid doch alle bescheuert. Das Ding ist das erste Experiment von Mari. Was machen wir damit? Sollen wir es pieksen oder putt-putten? Ich würde es putt-putten. Ich hab's lieb. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hab's lieb. Fuchsia. Okay. Fuchsia hat ein Rad geschlagen. Schön. Überall Bücher. Bücher mit Wissen. Sind wir jetzt bei der Weisheit? Also bei dem ersten der drei Kreaturen? Die Melone greift an. Jetzt gibt es hier schon Mimics. Oh Gott. Oh Gott, immer schlimmer wird. Immer schlimmer wird. Und Zaubi wieder fleißig am Arbeiten. Das heißt, du bist am Laptop. Du bist gut zu Hause angekommen. Das freut mich. Ich hoffe, ihr genießt euren Abend gemeinsam mit mir und diesem schrägen Spiel. Ich liebe schräg, aber das ist schon hardcore schräg. Jetzt haben wir eine richtige Melone gefunden. Sehr gut. Ich will gegen dieses Ding nicht kämpfen, das ist weird. Das zweite Experiment von Marina. Das Putt-Putten wir auch, oder? Also jeder hat ein Putt-Putt jetzt verdient. Ne Maus. Okay. Was? Oh Gott, eine Laborratte. Und ein Sprout-Mole-Experimenten-Zombie, irgendwas. Kommt kütiger. Die Laborratte hat alle glücklich gemacht. Und die Laborratte ist weg.
Okay. Ich darf einer ganz speziellen Freundin von mir nicht sagen, dass ich gerade Laborratten kaputt mache. Die killt mich. Die hat nämlich selber so viele Ratten. Uiuiui. Und Zaui verteilt eine Runde Liebe im Chat. Erwidert sie bitte mit Rufzeichen Love Zaubi oder Rufzeichen Liebe. Während ich gegen dieses komische Ding da angehe. Das ist ziemlich widerstandsfähig. Hätte ich mir so nicht gedacht jetzt. Ja, jetzt haben wir es down. Sehr schön. Gut, gut, gut. Da ist endlich mal eine Mari. Hallo, wir dürfen essen und speichern. Das ist schön. Gelatine futtern wir dieses Mal. Alles klar. Und speichern. Wir sind noch immer in Humphrey drin. Das dritte Experiment. Das Pub hatten wir natürlich auch. Oh. Das Ding hat wohl keine Augen. Ich muss irgendwas schlagen, dass ich hier weiterkomme. Wo ist der Knubbel? Bin ich... Da liegt Fleisch. Irgendwo muss so ein Knubbel zum Schlagen sein. Wo ist der? Da nicht. Hier auch nicht. Wo ist dieser Knubbel? Oder kann ich die Korallen zerschneiden, dass ich da weiterkomme? Geht das? Nee, da komme ich nicht vorbei. Punkt. Darf ich hier nicht weiter? Da drin ist er. Aber da kann ich ja nichts machen. Wie komme ich da jetzt weiter? Kann ich irgendwo an Land gehen? Nee. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe. Ich würde dich gern schlagen. Darf ich dich schlagen? Nein, offenbar darf ich das nicht. Okay, das kann ich nicht mehr. Hier muss es doch weitergehen, oder? Was übersehe ich? Ja gut, machen wir dich mal fertig. Dass du aus dem Weg bist. Vielleicht müssen wir ja alle Gegner besiegen. War zwar noch nie der Fall in dem Spiel, aber die Hoffnung lebt. Aber wieso machen die uns alle glücklich? Glücklich ist schlecht gegen traurig. Das heißt, der Gegner, der Endgegner hier dürfte dann vermutlich traurig werden. Und wenn wir glücklich sind, haben wir dann einen Emotionsnachteil. Ein Mikroskop. Ja, toll. Mehr gibt's hier nicht. Ich kann nicht schlagen. Da gibt's nichts zu schlagen. Oh, die Maus ist auch wieder da, okay. Machen wir auch schnell fertig. Wir werden echt immer stärker. Also uns werden hier die XP regelrecht nachgeworfen. Ist das gut? Hier muss so ein Brückenteil rauskommen und da drin ist ein Humphrey, den ich schlagen kann. Nur, ich komme da nicht dran. Was kann ich hier machen? Ich kann ja auch nicht schwimmen gehen einfach. Oder kann ich mit Omori das sehr wohl? Nee. Nee, nee. Mari, sag mir, was ich tun soll.
Dilemma, Working Willow. Passive Things. Was? Achso, das sind die ganzen Nebenquests und nicht mehr die Hauptquest. Ich komme hier nicht weiter. Also zumindest aktuell noch nicht, vielleicht später. Schade. Ich habe alles probiert. Aber wir haben ja noch zwei andere Wege, die wir gehen können. Das heißt, wir gehen hier mal wieder raus. Und rudern zum nächsten. Also eins muss man Humphrey lassen. Dafür, dass er so klein gewirkt hat, hat er einen riesigen Magen. Ich glaube, der besteht aus mehr Magen als Kopf. Was ist hier los? Müll. Oh. Okay. Jetzt sind wir in einem komplett neuen Bereich. Molly. Oh, hallo Marina. Stehst du schon wieder meine Sachen? Nun, nicht dieses Mal. Ich habe etwas Spezielles für dich vorbereitet. Wie du weißt, bin ich eine sehr beschäftigte Person. Nichtsdestotrotz bist du meine Schwester. Ich gebe dir Zutritt zu meinem Raum, wenn du es schaffst, mein kleines Geschenk zu lösen. Wir sehen uns bald, Liebling. Wenn du es dann noch lebst, natürlich. Was? Okay. Eine Bombe. Hier ist eine fucking Bombe. Type, Puzzle. Memorization, difficult, hard. Ich kann kein anderes lösen, solange das noch geht. Fangen wir mal mit easy an. Ich habe keine Ahnung, was für eine Art von Puzzle das nämlich ist. Wir machen jetzt ein leichtes Puzzle. Und weiter. Hä? Was geht hier? Cooler Soundeffekt, okay. Ein Spiegel. Was wollen die von mir? Ich verstehe es nicht. Ein Humphrey-Hint für 300 Muscheln. Ja, gib mal einen Hint. Wenn alles schief geht, versuch von links nach rechts zu lesen. Okay, so offenbar nicht. Ich verstehe echt nicht, was die von mir wollen. Fehlt mir da irgendwas? Okay, da lasst mich da nicht reingehen. Leute, ich check's nicht, was muss ich hier machen? Ein IT-Service, okay. Die machen hier irgendwelche Experimente. Das sieht alles gleich aus.
Warte mal, 2, 4, 0, 2. Da sind 2 Humphreys, da sind 4 Humphreys, da ist keiner und da sind 2. Sagt mir das irgendwas? Offenbar nicht. Ich auch nicht, Zaubi, das ist das Problem. Da stand nur irgendein Puzzle lösen und auf einmal sind hier 9 Schaltflächen. Und dahinter war auch, also der Hinweis, der war useless von dem Ding. Sag mir noch einen Hinweis. Das sagt mir nur das Gleiche. Versuch von links nach rechts zu lesen, aber was lesen? Was soll ich denn lesen? Was wollen die von mir? Vor allem, dieses Tor hat sich aktiviert vom Rätsel her. Das heißt, hier muss irgendwie ein Hinweis sein. Aber... 1, 2, 2, 2, 1... Nee, ich kann beliebig über die Schaltflächen laufen, wie ich will. Also ich kann mich frei bewegen auf der Plattform. Ich gehe mir nur von links nach rechts wegen diesem Hinweis. Alter, ich häng gerade volle. Immer nur von links nach rechts. Ja, das habe ich schon probiert. So alle 3 Reihen durch. Aber, nee. Was eben wie wenn ich ein Buch lesen würde. Keine Ahnung, was das Spiel jetzt von mir will. Ganz ehrlich. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Chat, ich brauche eure Hilfe. Was muss ich hier machen? Bitte sagt's mir's. Vor allem, das ist noch das Leichte der 3 Rätsel. Aber ich verstehe ja nicht mal, was daran ein Rätsel sein soll. So, what shall I do? Nach was muss ich zählen? Wie gesagt, das hier ist freigeschaltet. Aber ich würde nicht sehen, was mir da irgendwie hilft. Aber absolut gar nichts. Hm. Ja, da waren wir gerade. Also das sind die 3 Portale. Hier ist Mari eben mit dem Speicherplatz. 3 Rätsel eben. Wir haben das leichteste gestartet. Hier hat sich das Portal geöffnet, als wir das Rätsel gestartet haben. Und dann sind wir hier. Darum glaube ich eben, dass dieser Raum irgendeinen Hinweis gibt. Aber... ja... nicht, was für eine Treppe. Was für eine Treppe. Meinst du die Treppe hier? Das ist der Aufgang zum Rätsel quasi. Hier kann ich nicht weiter. Hier komme ich zurück und da kann ich auch noch nicht weiter, der versperrt meinen Weg. Und sonst gibt es hier nichts. Ja, sobald ich auf dem Plateau bin, kommt ein Piepen. Also die obere Treppe. Bei der Bühne. Da liegt nur Müll. Ja, mir auch. Und das ist aber noch das leichte Rätsel. Oh Gott. Vor allem, was ist da das Rätsel? Was ist die Aufgabenstellung? Ich verstehe es nicht.
Kacke, ich bin lost. Ach, Eli. Vielleicht brauche ich hier Feuer. Dann wärst du ja perfekt dafür gemacht. So ein Unterwasserfeuer. Sag an, Taubi. Was müssen wir machen? Klingt, als wäre es ziemlich banal, was wir hier machen müssen. Taui, ich brauche dich. Ganz links Mitte, dann ganz unten Mitte, dann ganz rechts. Was? Wo ist der? Ganz links Mitte. Dann ganz unten Mitte. Dann ganz rechts Mitte. Und warum mussten wir das jetzt machen? Ich verstehe es nicht. Aber danke, Zaubi. Dankeschön. Ich verstehe es nicht. Nächstes Rätsel. Das mittelschwere Rätsel, das grüne. Es hat doch funktioniert, Zaubi. Hat alles geklappt. Danke dafür, aber ich verstehe es halt überhaupt nicht. So, gucken wir mal, was hier gefordert wird. Wir brauchen ein Passwort. Warte mal. Ich liebe Molly, Passwort, Humphrey, Boom oder Robot. Okay, wir müssen ein Passwort rausfinden. Dann gucken wir uns mal den Raum an. Da ist ein Gegner. Und eine Melone. Melone ist super. Ah, der reagiert jetzt auf gemeine Personen gleich wie Molly. Also diese Molly wirkt echt nicht nett. Die macht mir jetzt schon Kopfzerbrechen. Och nö, wieder so Mimikry. Oh. Ich schätze mal schwer, dass das Passwort "Ich liebe Molly" sein wird. So selbstverliebt wie das klingt. Aber lassen wir uns überraschen. Es sind jedenfalls echt auffällig viele Gegner hier. Aber das erste Rätsel lässt mir keine Ruhe. Ups. Also, ist der nur blau oder ist der generell traurig jetzt? Dieser Wurmroboter. Nee, der ist generell so von der Farbgebung, schaut's her. Da hat er vielleicht keinen Saft bei den Angriffen. Hast du zu viel gefuttert oder wie? Oder wieso hast du jetzt Bauchweh davon? Es war so gut. Ja gut, wenn es gut schmeckt, dann kann man nicht anders, nicht wahr? Kann ich voll verstehen. Oh, wir haben noch mehr neue Skills. Holy. So. Wir haben Hausübungen bekommen. Das ist aber offenbar was Gutes. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo uns das jetzt hinbringt. Oh, okay. Die Kamera nimmt uns auf. Die vergessen Schritt für Schritt die Erinnerungen an Basil. Sie wissen noch, dass sie immer Fotos gemacht haben in unpassenden Momenten, wissen aber nicht mehr, dass es Basil war. Warum vergessen die einfach Basil? Also warum vergisst Sunny in seinem Kopf Basil? Warum werden die Erinnerungen schwächer?
Ich finde das nicht okay. Ich finde das ganz und gar nicht okay. Alter, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich muss mich da jetzt echt hacken, um zu dem Ding zu kommen. Wie unnötig ist das bitte? Alter. So. Ich finde das nicht okay, dass die Basil vergessen. Ich finde das ganz und gar nicht okay. Moment, hier waren wir doch. Oder? Hier waren wir doch. Moment, hier stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Der ist glücklich. Der ist einfach glücklich. Danke, Zaubi. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Passwort finde ich. Und das dritte Rätsel sehen wir dann. Aber das erste Rätsel hat mich total überfordert. Ich weiß einfach nach wie vor nicht, was das von mir wollte. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen? Moment. Hier stimmt was nicht. Okay, nee, das war es nicht, was ich brauchte. Ich muss das da ändern, das da oben. Mit einem hellrosa Ding. Da ging es auch noch rauf, habe ich gerade gesehen. Ah, und darum der Treppengang. Da ist schon wieder so ein Gesicht, wie wir schon mal hatten. Das ist wahrscheinlich für irgendeine Nebenquest, die wir noch nicht gestartet haben. Seht ihr, da oben geht's weiter. Wir haben... Ich brauche irgendwo so ein hellrosa Dingenskirchen, der mir den Weg umstellt. Das warst eh du, oder? Aber dann komme ich ja nicht mehr weiter. Und wenn ich da gehe... Hänge ich auch fest. Irgendwas läuft hier schief. Ah! Dich habe ich nicht angeklickt gehabt. Da lag der Fehler. Alles klar. Eieiei. So, weiter geht's. Und hoch mit uns. Die Boxen und lesen. M. O. B. O-Baum. Okay. O-Baum. Mobo. Irgend sowas. Dürfte das Passwort sein? Was stand da nochmal zur Auswahl? Boom! Ha! Sehr schön, wir haben das zweite Rätsel gelöst. Ganz ohne Hilfe. Gott sei Dank.